Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem monatlichen Aufgebraucht-Video. Ja, es hat sich mal wieder sehr viel Müll bei mir angestaut. Ich habe wirklich sehr viele Produkte mal wieder aufgebraucht und ich würde sie gerne euch zeigen und euch mein persönliches Feedback nennen, ob ich euch empfehlen würde, diese Produkte zu kaufen oder eher sage, Finger weg davon. Und ja, ich würde sagen, wir starten auch mit dem ersten Produkt, wo ich sagen würde, Finger weg. Und zwar sind das solche feuchten Bodenreinigungstücher. Diese gibt es im Doppelpack bei Penny zu kaufen. Habe ich mir auch mal gekauft. Das ist hier einmal für alle glatten Böden. Ich hatte auch noch mal für so Holzböden oder so, glaube ich, mal gekauft gehabt. Ich muss sagen, es reicht vielleicht so für einen Meter wischen. Mehr aber auch nicht. Die sind überhaupt nicht feucht und ja, reinigen tun die leider auch nicht so gut. Deswegen würde ich sie jetzt auch nicht nochmal nachkaufen. Es ist jetzt leer. Ich glaube, noch eine Packung habe ich und dann war es das auch. Dann, wie gesagt, dann kaufe ich dieses Produkt auch nicht mehr nach. Bin ich etwas enttäuscht, würde ich mal sagen. Dann, welches Produkt, von dem ich nicht enttäuscht bin, sind die Extra Sensitive Feuchttücher von Babytream. Das ist eine Rossmann-Eigenmarke. Gibt es meistens in so einem Viererpack zu kaufen, natürlich aber auch einzeln. Und ja, die benutzen wir täglich für den Henry und wir sind damit auch wirklich sehr zufrieden. Ja, bleiben wir einfach bei Produkten für Henry. Da habe ich für ihn so ein Waschgel zum Nachfüllen gekauft. Das ist hier von Hip für Haare und für Haut und Haar. Und wie gesagt, da hole ich immer so einen Nachfüllpack, weil wir einen Spender für ihn haben. Und das ist wirklich sehr gut. Ich liebe die Hip-Produkte, die riechen so gut. Und ja, so ein Nachfüller ist auch deutlich günstiger, als wenn man die Pumpflasche kaufen würde. Dann habt ihr ja schon mittlerweile mitgekriegt, dass wir auf Pampers Baby Dry oder Premium Protect, wie auch immer, auf Pampers umgestiegen sind. Hier ist die Größe 4 von 9 bis 14 Kilo. Wir sind aktuell wirklich sehr zufrieden mit denen. Ein Pack haben wir geschenkt bekommen. Ich habe jetzt auch öfters welche bei Netto im Angebot gekauft, weil da kann man wirklich Schnäppchen machen. Da sind oft die Windel 40% reduziert. Also wirklich, man findet sie nirgendwo günstiger. Egal ob bei Rossmann oder bei DM, wenn man auch die Coupons hat, ist man trotzdem nicht günstiger als bei Netto. Und deswegen, wenn sie im Angebot sind, dann flitze ich oder lasse meine Großeltern schnell dorthin fahren. Und wie gesagt, mit denen sind wir super zufrieden. Die scheuern dem Henry nicht in den Leisten, weil er ja doch noch am Krabbeln ist. Er läuft ja nicht. Er hat keinen wunden Hintern, gar nichts. Er läuft auch nett aus. Also alles super. Wir sind echt sehr zufrieden damit. Dann hat Henry sein Frühstücksbrei aufgebraucht. Da isst er ja super gerne dieses hier von DM Bio. Das ist hier Früchteporridge mit 25% getrockneten Früchten. Das ist alles so geschrotet, heißt das so. Auf jeden Fall ganz, ganz fein. Wir mischen nochmal solche feinen Haferflocken, also zarte Haferflocken dazu. Und das isst er sehr, sehr gerne morgens so mit 100 bis 120 Milliliter Milch. Ja, was er ebenfalls sehr gerne isst, sind seine Maisflips. Und zwar die hier von Billy Tiger. Die sind hier mit Schokogeschmack und wie gesagt, die isst er super gerne. Und ich achte da auch drauf, dass die schön knackig bleiben, keine Feuchtigkeit dazu kommt, weil dann schmecken die eigentlich gar nicht mehr, wenn die dann so ja, ein bisschen Feuchtigkeit gezogen haben. Deswegen immer schön luftdicht verpacken. Ja, da würde ich auch empfehlen, luftdicht verpacken und zwar feuchtes Klopapier. Da habe ich auch so einen Spender. Wenn dieser Spender aber in der Sonne steht, dann kann sein, dass man feuchtes Klopapier schnell austrocknet. Dieses hier ist ganz okay. Das ist mit Kamille. Gibt aber auf jeden Fall auch deutlich bessere. Habe ich euch auch in meinem Favoritenvideo gezeigt. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr es gerne im Anschluss euch mal anschauen. Auf jeden Fall, feuchtes Klopapier ist bei mir ein Must-Have. Ja, dann noch etwas, was der Henry auch sehr gerne isst. Das geben wir ihm oft am Abend. Wenn er von normalem Essen nicht satt geworden ist, hier so ein Grießpudding-Keks, das ist von Babytream. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen ich finde es schade, dass es nicht von Baby Love gibt, also von DM. Also die haben sowas nicht. Aber das ist wirklich gut, mit Kalzium und viel guter Milch steht hier. Also falls eure Babys tagsüber oder generell nicht so viel Milch trinken oder generell keine Milchflasche nehmen. Henry nimmt ja gar kein Milch, seit er eins ist. Da muss man ja trotzdem darauf achten, dass die genug Kalzium haben. Und wie gesagt, das geben wir immer. Das sind immer so 100 Gramm in einem Becherchen. Und ja, dann habe ich hier etwas, das ist noch nicht leer. Das habe ich euch auch in meinem Frühjahrsputzvideo gezeigt. Und zwar Schönheitsgeheimnis Bodylotion mit Hanf von Balea. Ja, das sortiere ich aus, weil es jetzt einfach schon so lange steht und ich eigentlich ehrlich gesagt gar keine Lust mehr habe, das zu benutzen. Am Anfang fand ich es ganz gut, weil es günstig war. Aber jetzt, wie gesagt, ist es nicht mehr meins. Deswegen würde ich jetzt euch auch persönlich nicht weiterempfehlen. Dann, was ich euch aber weiterempfehlen würde, ist hier eine
Haut rein, Anti-Pickel-Maske. Ich muss gerade mal gucken, von wo die ist. Die muss von Balea sein, weil hier steht von DM. Das sind ja immer so zwei Zweifachmasken. Und die ist wirklich sehr gut. Habe ich übrigens mit diesem Silikonspaten, Silikonpinsel von meiner Glossybox aufgetragen. Super gut. Die spendet wirklich richtig viel Feuchtigkeit. Man hat auch danach das Gefühl, das Gesicht ist wirklich richtig clean. Obwohl ich eher so der Fan bin von Peel-Off oder Tuchmasken, weil mich manchmal nervt, das Ganze dann auch noch abzuwaschen oder so. Aber trotzdem, ich gönne mir immer wieder mal so eine Gesichtsmaske. Dann ist Henry seine erste Zahnpasta leer gegangen. Ich überlege, ob ich das aufheben soll oder wegschmeißen. Ihr könnt mal sehen, er hat zu oft schon da drauf rumgebissen. Die Tube sieht aus, als hätte der Hector das im Mund gehabt. Auf jeden Fall war das seine allererste Zahnpasta. Hier steht erster Zahn bis zweiten Geburtstag. Das ist Elmex Baby Zahnpasta mit Fluorid und. Ja, wie gesagt, da haben wir immer so ein Babyklecks drauf gemacht bei den ersten zwei Zähnen. Und jetzt hat er ja 7 inzwischen. Er kriegt auch nicht mehr drauf. Ja, dann habe ich, ich weiß gar nicht, wie lange ich das benutzt habe. Sehr, sehr lange. Ich glaube, seit September. Duschgel. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht irgendwie ein schlechtes Bild von mir, wie wenig Duschgel ich benutze. Aber habe irgendwie sparsam bin ich mit dem Produkt umgegangen. War ganz gut, aber ich bin froh, dass es leer ist, weil ich ja jetzt was anderes benutze, womit ich viel zufriedener bin. Aber kann ich euch trotzdem weiterempfehlen. Das war eine Limited Edition. Ich glaube, das gibt es aktuell gar nicht zu kaufen. Was es aber zu kaufen gibt, ist auf jeden Fall so ein Hygienespüler mit 99% Desinfektion, wie auch immer hier von Denk mit. Das ist ein Weichspüler. Das gebe ich gerne dazu, wenn ich zum Beispiel Sachen von Hector wasche oder Marius seine Arbeitskleidung. Da gebe ich das gerne dazu. Und ja, ich denke, das erfüllt seinen Zweck. Natürlich kontrolliere ich da nicht, ob so irgendwelche Bakterien drauf sind. Aber ja. Was wir auch jeden Monat aufbrauchen und immer wieder nachkaufen, ist unser Lenore Sensitive Waschmittel. Ich benutze mir auch sehr gerne auch Weichspüler davon. Habe ich jetzt. Doch, habe ich hier auch drin, sehe ich gerade. Wie gesagt, verbrauchen wir wirklich jeden Monat mindestens ein. Weichspüler hält immer länger, aber Waschmittel leider nicht. Weil, wie gesagt, Waschmittel benutze ich dann auch bei anderen Sachen. Aber mit den beiden Produkten sind wir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr zufrieden. Dann habe ich Chlorix aufgebraucht. Schütte ich immer wieder gerne in unsere Abflüsse, in die Toilette. Und ja, wie gesagt, aufgebraucht habe ich aber auch schon Nachschub gekauft. Dann, was auch leer gegangen ist, ist unser Toilettenpapier. Ich glaube, es ist noch nicht ganz leer, aber es war hier so ein 20er-Pack, so ein Riesenpack von Sanft und Sicher von der DM-Eigenmarke. Und damit sind wir auch sehr zufrieden. Obwohl ich immer sagen muss, ich finde dann doch diese Limited Edition ganz schön, wenn da so besondere Motive drauf sind. Aber es ist immer so unnötig Geldausgabe. Aber man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Bleiben wir bei Sanft und Sicher. Da habe ich etwas aufgebraucht, beziehungsweise die Packung war fast voll. Ich glaube, 2 haben gefehlt. Habe ich alles in mein Hilfspaket für die Ukraine eingepackt. Ich habe so viele Sachen zusammengepackt. Alles an, wie sagt man, ich hatte so viele Windeln noch von Henry in Größe 1 übrig gehabt. So viel, so einer Päckchen Milchpulver. Das habe ich alles eingepackt. Dann so viele Reisegrößen an Duschgels und so ein Kram. Das habe ich alles eingepackt. Und wie gesagt, Taschentücher habe ich da auch mit eingepackt. Genauso wie hier solche Einwegrasierer. Die habe ich mir mal gekauft. Das war so eine ganze Packung. 6 Stück waren da drin. Habe ich auch eingepackt. Habe ich aus der Packung rausgenommen, weil ich das besser im Paket verteilen konnte. Ich habe mir gedacht, hier, die Leute brauchen das vielleicht dringender als, als ich oder als wir. Und deswegen habe ich das einfach zusammengepackt. Ich habe 3 Pakete mitgeschickt. So, dann, was der Henry auch super gerne isst, jeden Mittag gefühlt als Nachtisch, sind solche Fruchtriegel. Hier ist so ein Mix aus einmal Apfel, Banane, glaube ich, und Banane, Kirsch. Und ja, die sind auf jeden Fall sehr günstig. Die gibt es auch von Hip. Die isst er auch gerne. Und ja, kaufen wir ihm jetzt auch immer wieder nach. Dann haben wir hier unser Evic Duft Erfrischer, wie auch immer, aufgebraucht. Finde ich ganz gut, aber aktuell haben wir was mit so Zitrusduft. Das gefällt mir noch viel, viel besser. Ja, dann kommen wir nochmal zu Windeln. Hier ist auch wieder Pampers Baby Dry. Hier ist zum Beispiel in Größe 5. Das ist von 11 bis 16 Kilo. Auch super. Wie gesagt, das habe ich auch bei Netto gekauft. Minus 40%. Dann Seife ist leer gegangen. Hier so ein Nachfüllpack. Sensitive Seife von Balea. Ist auch richtig gut.
Hat zwar nicht so einen intensiven Geruch, aber ist, wie gesagt, sehr, sehr gut. Ah, hier ist noch der Deckel von unserem Raumdüfter. Ja, was ich auch jeden Monat aufbrauche, ist mein Deo. Hier ist extra stark Invisible Rexona. Ist ganz gut, finde ich. Kann ich euch auf jeden Fall auch weiterempfehlen. Dann, was ich ebenfalls euch in meinem Video gezeigt habe, als ich unseren Frühjahrsputz gemacht habe, hier die Nivea Q10 Bräunungscreme. Würde ich noch weiter benutzen, aber Leute, die ist bei mir einfach schon, also die steht schon seit 1,5 Jahren im Schrank und da bin ich immer ein bisschen so skeptisch. Das habe ich vor Henry seiner Geburt benutzt und zwar habe ich mein Gesicht damit eingecremt, damit es ein bisschen ja, braun aussieht und fand ich ganz gut. Also hatte ich keine Probleme. Dann habe ich euch auch in meinem Favoritenvideo gezeigt, mein Lieblings-Make-up, mein Lieblings-Foundation aktuell, die True Skin von Catrice. Hier ist aber die Farbe 20 Warm Beige. Ist mir aktuell ein bisschen zu dunkel, deswegen, ja, ich glaube, aber das ist leer. Ich glaube, ja, genau, das war da, wo Henry auch so rumgebissen hat. Aber super gute Foundation, deckt richtig gut und spendet eurer Haut auch Feuchtigkeit. Ja, welche Foundation aber auch sehr gut ist, aber würde ich sagen im Sommer, ist mein Matte Mousse Make-up hier von Essence. Kann ich euch auch sehr gerne weiterempfehlen. Ist ähnlich, glaube ich, wie das von M. Asan, würde ich mal behaupten. Also es ist auf jeden Fall ein Mousse Make-up. Muss man rausfinden, wie man das am besten aufträgt, aber ich habe auf jeden Fall die beste Technik für mich herausgefunden. So, hier kann man es ja gerade so erkennen, was es ist. Und zwar ein Matte Bronzing Puder von Essence. Reicht mir gefühlt für ein Jahr immer so eine ganze, ja, es ist ja schon groß. Sehr, sehr gut. Das ist hier für Dark Skin. Aktuell habe ich eher so Light Skin, was ich benutze. Ist auch sehr, sehr gut. Dann ist mir auch mein Concealer leer gegangen. Camouflage Concealer von Essence hier in Matt in der Farbe 30 Light Honey. Ich benutze da aktuell auch nochmal 10, glaube ich, oder so. Ich mische die beiden miteinander, weil es dann einfach ja, der richtige Farbton für mich ist. Dann ist hier noch was drin, das ist schon ein bisschen ausgetrocknet, deswegen auch wieder aussortiert. Von Fix & Rouge ein Glow Elixier, das ist so Primer-mäßig, kann man es benutzen. Ja, war auch mal in meiner Glossybox vor langer, langer Zeit und wie gesagt, das ist schon ja, fast ausgetrocknet, deswegen kam es jetzt mal weg. Ja, und dann ist auch eins meiner Lieblingsdüfte leer gegangen, das habe ich echt so, so gerne benutzt. Black Opium von Yves Saint Laurent. Ja, sehr, sehr gut, das hat mir mein Mann mal geschenkt, ganz am Anfang, als wir wieder zusammengekommen sind, also vor 6 Jahren ungefähr. Und ja, das hat er mir mal von der Geschäftsreise mitgebracht, hat er irgendwo im Duty Free gekauft und ich fand das so schön, weil mein Mann mir selten was mitbringt. Ich will ja nicht rumjammern. Dann ist hier noch etwas drin, das ist gar nicht aufgebraucht, aber ich fand das überhaupt nicht gut. Ein All About Matte T-Zone Primer Stick. Soll wohl dafür da sein, dass man sich das an die T-Zone schmiert, bevor man die Foundation aufträgt und angeblich glänzt man dann auch nicht so. Fehlanzeige. Ich habe das Gefühl, dass ich danach noch mehr geglänzt habe als vorher und deswegen kommt es weg. Ja, das war's auch mit meinem Aufgebraucht-Video. Wieder jede Menge Produkte, jede Menge Müll. Mein gelber Sack wird sich gleich freuen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann raus damit in den Kommentaren. Und falls ihr neu auf meinem Kanal seid, dann gerne ein Abo dalassen. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!